heute mein Video. Ich baue einen originalverpackten neuen X9 E-Scooter auf. Machen wir auch ein paar kleine Modifikationen. Wir verbauen diesen Lenker. Schöner flacher Lenker, schön breit. Und diese Lenkerendenspiegel. Geil! Und wir kürzen noch den Fender und verbauen einen seitlichen Nummernschildhalter. Und los geht's. Erstmal auspacken. Original verpackt. Die CNC-Papiere, jede Menge Styropor, Folie. Hier ist noch so Werkzeug drin, also ich nie benutze. Hier ist das Ladegerät drin. Was haben wir hier noch? Das sind die Spiegel, die wir auch nicht benutzen, weil Lenker in den Spiegel dran kommen. Wie üblich beim X9. Haben wir ein 5 Ampere Ladegerät. Ladeentspannung 67 Volt. Die COC-Papiere. Hersteller Mangostin. Und ein paar Spiegel. Die sind eigentlich gar nicht so schlecht. Oh ne, das sind wieder diese runden, großen Spiegel. Die gefallen mir überhaupt nicht. Manchmal sind die dabei. Und manchmal aber auch mir eigentlich wesentlich besser gefallen. Scheint irgendwie eine Lotterie zu sein. Also wie gesagt, manchmal hat man diese Spiegel, ich finde die schöner. Und manchmal hat man diese riesigen, runden Spiegel. Die mag ich nicht so. Fender. Leicht verstopft. Zwei Schlüssel bekommt man beim X9 und zwei Fernbedienungen. Diese Hülsen hier, die sind unterschiedlich lang. Warte mal, sieht man das? Seht ihr? Die darf man nicht vertauschen. Ich glaube, die lange Seite kommt auf die Seite von der Bremsscheibe, aber das sehen wir gleich. Also, ich muss jetzt Bremshebel demontieren, alles was am Lenker eigentlich dran ist. Ist keine große Sache. Sind einfach, ich zeige euch das mal. Also um die Bremshebel zu demontieren, einfach hier die 7er Schrauben auf
Und um die Griffe und Schalter jetzt demontieren, das ist auch kein Hexenwerk. Das sind hier von unten, Moment, dann haben wir hier Imbusschrauben. Hier. Sieht man das? Hier. Imbusschraube. Und hier noch eine. Das ist alles, dann kann man das abziehen. Das ist alles, Freunde. Easy peasy. So, das ist der Originallenker. Ich muss ehrlich sagen, mit dem Originallenker sitzt man sehr bequem, sehr aufrecht, aber er gefällt mir einfach nicht. Der flache Lenker. Sieht dann wesentlich schnittiger aus. Bike wirkt viel flacher, länger. Hier ist der Vergleich nochmal. Aber das ist Geschmackssache. Einmal hier die vier Imbusschrauben aufdrehen. Die sind eigentlich noch gar nicht festgezogen. Wozu auch? So. Lenker drauf. Der hat hier so Markierungen, dass man ihn schön vermitteln kann. Ich ziehe das jetzt noch nicht zu fest, weil ich kann sein, dass man den Lenker später noch ein bisschen drehen will oder ausrichten. So. Ja, bin ich da wieder schief. Da muss man auch drauf achten, dass man hier die Abstände. Ich zeige euch das gleich mal. Sieht, dass hier die Abstände auf der und auf der Seite identisch sind. Also nicht auf einer Seite festknallen, dass das hier schon aufliegt, und auf der anderen Seite hat man dann viel Abstand. Das sollte natürlich gleich sein hier, ne? Das ist klar. Die Halter hier, die waren vorher so rum drauf, weil hier oben kam der Originalspiegel rein. Die montieren wir jetzt einmal verkehrt rum. Dann hat man dieses Loch mit dem Gewinde, sieht man dann eigentlich nicht mehr. Ausrichten. So, das drehen wir jetzt erstmal handwarm fest. Gleich auf der anderen Seite. Wir wollen ja diese Spiegel hier montieren. Ne? Die kommen ans Lenkerende, sprich hier rein. Okay? Hier ist zwar eine Imbusschraube, aber die ist fake. Die kann man drehen, wie man will, die wird niemals aufgehen. Die ist von innen geklammert. Und da gibt es nur eine Möglichkeit. Diese Kappe geht nur mit Gewalt runter. Also Rohrzange hebeln. Und das Ding einfach rausziehen. Seht ihr, da ist kein Gewinde. Da war am anderen Ende eine Klammer. Jetzt haben wir hier erstmal nur ein kleines Loch. Das müssen wir aufbohren. Ne? Aufbohren auf die Größe von dem Rohr hier vom Lenker. Okay? Idealerweise nimmt man da einen Kegelbohrer. Habe ich jetzt aber leider nicht zur Hand. Also hole ich einen ganz großen, normalen Metallbohrer. Das überflüssige Gummi hier kann man auch noch ein bisschen ausschneiden mit einem Cuttermesser und dann passt das. So sieht das dann aus und das gleiche machen wir auch noch auf der anderen Seite. Auf damit, hier bis zum Anschlag draufschieben. Die Imbusschraube wieder festdrehen, aber alles bitte mit Gefühl. Weiter nach innen.
Das ist auch relativ easy peasy. Die Spiegel haben hier so, Moment, hier müssen die äußere Hülse müssen wir abmachen, die ist zu groß. Einfach runter damit. Und hier hat man so eine Spreizhülse. Wenn man die Schraube hier außen festzieht, drückt sich dieser Keil hier rein und die Hülse spreizt sich auseinander und fixiert sich so mit im Lenker. Okay? So parallel hier zu der Vordergabel ist. So. Die muss man sehr gut festziehen. Aber auch bitte mit Gefühl. Nach fest kommt ab. So, Freunde. So weit, so gut. So sieht das schon mal richtig geil aus mit dem flachen Lenker, finde ich. Was meint ihr? Ich find's geil. So, um den vorderen Fender zu montieren, entfernen wir einfach erstmal hier die Halteschrauben. Schön mit eloxierten Unterlegscheiben. Eingekerbt. Stylisch! Damit das Vorderrad gleich besser reingeht, demontiere ich schon mal den Bremsnackel. Das sind einfach zwei, was ist es, 6er Inbusschrauben. Diese hier. Einfach ab erstmal und dann kann man besser das Vorderrad später einsetzen. Weil man sonst mit der Bremsscheibe genau zwischen die Bremse belegen muss und das kann dann schon ein bisschen wippelig werden. Der Weg, den Bremssattel zu entfernen und dann später wieder einzusetzen, ist leicht. Hier rein. Ein bisschen zusammendrücken. Easy peasy, Freunde. Wie ich schon erwähnt habe, die Hülsen sind unterschiedlich lang. Die längere Hülse kommt auf die Seite der Bremsscheibe. Okay? Also auf die Seite kommt die längere Hülse. Später noch festziehen natürlich, ne? Also jetzt montieren wir den Bremssattel. Der hat hier drin einen kleinen Kunststoffkeil. Sieht man das? Als Abstandshalter. Damit die Bremsbeläge nicht zusammenwandern, falls irgendjemand den Bremshebel zieht. Also am besten hier von vorne so in die Felge reingucken. So. Das geht wesentlich leichter, wenn man es hinterher macht. Ne? Also jetzt versuchen, das Rad dort reinzudrücken, ist immer etwas fummeliger. Die zwei Imbusschrauben wieder nennen. Viel voll festziehen. Das sind zwar sehr gute Schrauben, muss ich sagen. Die haben eine sehr gute Qualität. Aber trotzdem kommt noch fest ab. Okay. Und ich wollte noch was zeigen. Und zwar, Moment. Sieht man das hier? Seht ihr das? Da schleift der Reifen immer ganz leicht am vorderen Schutzblech hier innen. Oh Mensch, fokussier dich doch mal. So, jetzt sieht man es. Also hier schleift der Reifen immer. Keine Ahnung warum. Der kommt dort ganz leicht dran.
kann anfangs ein paar Geräusche geben, ist aber wirklich nur so ein halber Millimeter, also nach ein paar Kilometern hat sich das dort freigearbeitet. Ist auch nicht dramatisch, ist einfach nur die Kante hier vom Reifen, die innen drin hier an dem Kunststoff ein bisschen ganz leicht anliegt. Und zwar auf beiden Seiten. Ist bei fast jedem der Roller so. Also da haben sie wohl ein bisschen zu große Fertigungstoleranzen oder haben vielleicht breitere Reifen montiert oder keine Ahnung, was weiß ich. Jedenfalls es schleift dort ein bisschen. Ist aber nach ein paar Kilometern hat sich das freigeschliffen und dann ist das okay. Ist ja nur Plastik. So, Freunde. So, was jetzt noch fehlt. Was fehlt noch? Die Fußrasten, die sind viel zu weit hinten meiner Meinung nach. Die müssen ungefähr hier sein, dass man richtig geil drauf sitzt. Ne? Also machen wir da jetzt noch vorverlegte Fußrasten. Das mache ich ganz einfach aus einem Flachstahl. Ne? Schneide ich fast zurecht, bohre vier Löcher rein, lackiere das schwarz matt und dann sind die Fußrasten vorverlegt. Also was wir noch vorhaben, der Fender wird ungefähr bis hier gekürzt. Ja, den baue ich jetzt aus. Die Blinker kommen hier hoch, hier drunter. Und der Kennzeichenhalter kommt auf die Seite. Da muss ich alles basteln. Kabel umlegen, kürzen, Kabel umlegen. Also das ist schon noch ein bisschen Arbeit. Ne? Aber los geht's. Also den Fender demontieren. Sind auch hier zwei Schrauben, zwei Endschrauben und hier noch zwei, ne? Auch kein Hexenwerk, das Kabel verläuft von hier innen im Fender lang, ist dort nochmal verschraubt. Und abnehmen, okay? Und hier ist man jetzt, wo die Kabel langlaufen. Jetzt demontiere ich die Blinker, besagt den ganzen Halter, und dann kürze ich den Fender. Bis hier kürze ich ihn ab. So, also Fender kürzen. Man will das natürlich möglichst gleichmäßig haben. Ich habe mir hier so einen Drahtbogen gemacht aus einer Bremsleitung. Sieht man das? So. Ungefähr so. Okay. Gutes Augenmaß braucht man und einen Bleistift. Jetzt hier knapp über die Kante. So. Mit einer dünnen Scheibe und einer ganz normalen Flex. In dem Fall eine Akkuflex. Das geht einwandfrei. Die weiße Kante hier einfach mit Schwarz-Matt-Spray und einem Pinsel austupfen. So, Freunde, so sieht das dann fertig aus. Ich denke, es ist ganz gut geworden.
machen wir weiter mit dem Kabelstrang. Wir brauchen jetzt hier ein dreiadriges Kabel. Okay? Entweder können wir den Originalkabelstrang auseinanderfriemeln, aber wir haben nicht so Bock drauf. Ich habe jetzt einfach ein dreiadriges Kabel geholt, aus dem alten Auto rausgeschnitten. Ich habe hier immer Schrottautos rumstehen. Dann nehmen wir, also wir brauchen drei Adern. Einmal ist natürlich Masse und dann haben wir das Rücklicht und einmal das Bremslicht. Das löte ich jetzt einfach hier dran. Drei Kabel an drei Kabel, okay? Okay, Freunde, so sieht das jetzt fertig aus. Dreiadriges Kabel. Aber jetzt haben wir hier nur noch Rücklicht und Stopplicht. Also zweimal stromführend und einmal Massekabel. Fender kann jetzt wieder montiert werden. So, jetzt wollen wir die Blinker ohne den Sitz setzen, ne? Also ungefähr hier. Okay? Dazu schraube ich erstmal den originalen Halter hier vom Reflektor ab. 10er Nuss. 2 Mutter. Das ist der originale Halter vom Reflektor. Und den baue ich jetzt um, damit ich das wirklich hier dran machen kann, die Blinker hier dran machen kann. Das Teil hier, wo die Original-Kennzeichenbeleuchtung drin war, das schneide ich ab. Den Reflektor schrauben wir ab. 10er Mutter. Bohre ich hier ein Loch rein und dann schraube ich ihn hier fest. So. Verkehrt rum. Mutter drauf. Gerade machen. Ja, der Reflektor ist vorgeschrieben, der muss dran sein. Ne? So, jetzt befestigen wir den ganzen Klumpatsch hier an dem Halter. Dann muss ich hier noch zwei Löcher bohren und dann nehme ich die originalen Schraubenaufnahmen. Blinker. Jetzt schrauben wir es wieder unter den Sitz. So, ich habe jetzt doch noch hier die ganzen Stecker rausgelötet, die Steckverbinder. Weil die haben eigentlich keine Funktion jetzt da hinten. Und eine Lötverbindung ist immer besser wie ein Stecker natürlich. Schon mal einen kleinen Überblick, was wir bis jetzt gemacht haben. Also, breiter, flacher Lenker, Lenkerendenspiegel, gekürzter Fender,
und die Blinker und den Reflektor nach oben gesetzt. So, jetzt fehlt noch der seitliche Kennzeichenhalter und die vorverlegten Fußrasten. Und die Kabelchen muss ich noch anschließen. Also, Verkabelung abgeschlossen. Rücklicht geht. Das ist nicht richtig, da. Ja, doch, man sieht's. Bremslicht geht. Ich weiß gar nicht, sieht man das schlecht auf dem Video, ne? Und Blinker. Ja. Und hier habe ich mir noch zwei Kabel rausgelegt. Für die Kennzeichenbeleuchtung. Die ich noch anschließen muss. Das Kennzeichen kommt hier seitlich, ne? So. Also, das sind die fertigen Halter für die vorverlegten Fußrasten. Vorverlegte Fußrasten. So, Freunde, fast fertig. Also, Fußrasten montiert, also die Verlängerung hier. Kabelstrang auch alles verlegt. Also zum Kabelstrang nochmal. Hoppla, ich habe ja einfach den Originalkabelstrang, der hier hinten an diese komplette Einheit hier ging, also ans Rücklicht, Bremslicht und an die Blinker. Den Originalkabelstrang habe ich hier nach oben gelegt. Sieht man noch, ich muss noch Kabelbinder drumherum machen. Und dann habe ich hier unten die Kabel, die für Bremslicht und das Rücklicht waren, abgezweigt. Und habe hier einfach einen dreiadrigen Kabelstrang, den ich aus dem alten Auto rausgepetzt habe, dort nach hinten verlegt. Also Plus für also Bremslicht, das normale Licht und ein Massekabel, sonst ist das nicht. Es waren nur drei Kabel. Ne? Man muss sich halt einfach die Kabelfarben aufschreiben, welches Kabel wo dran geht, und dann ist das normalerweise kein Hexenwerk. Jetzt habe ich hier noch ein zweiadriges Kabel abgezweigt. Also das war, glaube ich, einmal braun und schwarz. Das war das, die Kennzeichenbeleuchtung. Auch hier eigentlich verlötet. Ne? Und hier habe ich meinen selbstgebauten Kennzeichenhalter. Habe ich das gleiche Flacheisen geholt, mit dem ich auch die Fußrastenverlängerung gebaut habe. Also Flacheisen abgewinkelt, hier verschweißt. Und jetzt kann man hier schön ein großes Kennzeichen dran machen. Wenn man die freiwillige Zulassung macht, bekommt man ja ein großes Kennzeichen. Und die Beleuchtung ist auch da. Ne? Das ist die Original-Kennzeichenbeleuchtung, die hier vorher original am Fender montiert war. So, jetzt mache ich noch die Abdeckung hier drauf. Und dann ist das Ding fertig. Dann mache ich mal eine kleine Probefahrt. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Interesse habt, euch mal an dieser Rolle anzuschauen oder auch gerne mal eine Probefahrt zu machen, kommt gerne bei mir in Jägersburg vorbei. Hier habe ich meine Werkstatt. Ich bin offizieller Händler von Futura Roller. Ich habe immer den HL 6.0 sowie den X9 als Vorführmodell da angemeldet. Könnt ihr gerne mal eine unverbindliche Probefahrt machen. Falls ihr Interesse habt, so einen Roller zu erwerben, könnt ihr das auch bei mir tun. Die Links für den Spiegel und den Lenker findet ihr in der Videobeschreibung, genauso wie meine Telefonnummer. Ihr könnt euch gerne per WhatsApp melden, falls Interesse an einer Probefahrt besteht. Ansonsten sage ich mal vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Ich werde mich über einen Kommentar freuen. Vielleicht lasst ihr auch einen Daumen oben da. Dankeschön, Leute. Ich wünsche euch noch eine geile Woche.